Ja. Hans-Christian Ströbele ist tot. Das Urgestein der Grünen in Deutschland starb in seiner Heimatstadt Berlin im Alter von 83 Jahren. Die Nachricht vom Tod des langjährigen Bundestagsabgeordneten veröffentlichte Rechtsanwalt Johannes Eisenberg. Er hat selbst entschieden, dass er den langen Leidensweg, den ihm seine Erkrankungen zugemutet haben, nicht mehr fortsetzen wollte und lebenserhaltende Maßnahmen reduziert. Er sei bis zuletzt bei vollem Bewusstsein gewesen, sein Körper sei ihm zuletzt zur Qual geworden, so dass er am 29. August verstorben sei, so Eisenberg. Vor seiner politischen Karriere hatte sich Ströbele einen Namen als Strafverteidiger von RAF-Terroristen gemacht. 2002 zog er als erster Grüner per Direktmandat für den Berliner Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg in den Bundestag ein. Ströbele hatte sich 2017 von dort zurückgezogen. Er galt als streitbarer Verteidiger der Werte von Bündnis 90 Die Grünen und als gefragter Gesprächspartner der politischen Berichterstattung.